Kinder, es gibt wieder ein Bilderbuchkino. Und heute habe ich ein Buch ausgesucht, weil ich weiß ja nicht, wie es euch so geht, aber ich bin mir sicher, ihr vermisst auch ganz unglaublich eure Freunde. Und vielleicht, wenn man so lange, so eng immer mit seiner Familie zusammen ist, mit seinen Geschwistern und auch mit Mama und Papa, gibt es manchmal Streit. Und man vergisst eigentlich, weil man sich so viel sieht, wie gern man sich hat. Und dieses Buch ist über die Freundschaft und die Familie. Und die Geschichte über die Freundschaft heißt Das kleine Wir. Die Geschichte findet ihr auch wieder auf Antolin. Das ist das kleine Wir. Und es ist ziemlich stark und etwas ganz Besonderes. Ein Wir entsteht überall dort, wo sich Menschen mögen. Es gibt also ziemlich viele Wir. Und jedes sieht ein bisschen anders aus. Eines aber haben sie alle gemeinsam. Sie sind sehr wertvoll. Diese Geschichte handelt von dem Wir von Ben und Emma. Das Wir verbindet Ben und Emma auf wundervolle Weise. Es lässt sie aneinander denken, auch wenn sie sich gerade nicht sehen. Mit dem Wir verstehen sich die beiden auch ganz ohne Worte. Das Wir wohnt in unserem Herzen. Das Wir macht alles halb so schlimm. Das Wir mag Blumen. Das Wir liebt Tee und auch Kuchen, gemeinsam getrunken und gegessen. Und das Wir hat unglaubliche Zauberkräfte. Das Wir macht Ben und Emma zusammen mutiger. Mit ihm können sie die gruseligsten Ungeheuer bezwingen. Mit dem Wir erleben sie die spannendsten Abenteuer und tauchen in Welten ein, in die sie alleine nie kommen würden. Gemeinsam lachen sie über die trübsten Regentage und tanzen zum Rhythmus der Regentropfen. Große Hindernisse lassen sich mit dem Wir viel leichter überwinden. Gemeinsam schaffen sie alles. Und die Kekse schmecken zusammen doppelt und dreifach so gut. Manchmal aber hat es das Wir nicht einfach mit Ben und Emma. Wenn sich die beiden streiten, dann fliegen ihm viele Schimpfworte um die Ohren. Davon wird ihm schwindelig und es bekommt Bauchschmerzen. Das Wir fühlt sich dann ganz schwach, wird immer kleiner und kleiner, bis es ganz verschwunden ist. Emma sagt zum Beispiel, Idiot, Blödmann, Blödi, ich, du Ochse. Und auch Ben hat hässliche Wörter. Hirni, Butte, Ziege, doofe Kuh, ich. Ja, und ohne das Wir ist der Himmel für Ben und Emma grau. Der Wind ist kalt und der Regen ist nichts Besonderes mehr. Der ist einfach nass. Und das Wir fehlt den beiden sehr. Jeder für sich alleine sucht das Wir. Aber egal wie sehr sich Ben und Emma anstrengen, alleine können sie das Wir nicht wiederfinden. Nur wenn sie sich zusammen um das Wir bemühen,
nur wenn sie sich ganz fest anstrengen. Die beiden zusammen. Finden Sie es wieder. Winzig klein hat es sich in die hinterste Ecke ihres Herzens verkrümelt und schmollt und ist traurig. Aber zum Glück können Ben und Emma, dass wir überreden, wieder hervorzukommen. Entschuldigung, bitte komm zurück, Ben und Emma. Das Wir kommt zurück, aber es ist noch ganz schwach und klein. Seine Beine sind zittrig, sein Bauch grummelt, ihm ist noch ein bisschen schlecht von all den bösen Worten. Ben und Emma wissen, was in so einem Fall zu tun ist. Sie pflegen das Wir. Mit Tee, mit spannenden Geschichten, bis es wieder gesund wird. Ja, und mit viel Zeit, mit vielen lieben Worten, mit einem offenen Ohr, mit einer großen Portion, es tut mir leid, und ein bisschen, ich verzeihe dir. Und obendrauf noch wie ein Sahnehäubchen, ich mag dich. Da sammelt das Wir wieder Kraft. Es wächst und wird immer stärker. Bis es stärker ist als je zuvor.